Der deutsch-ägyptische Publizist und Buchautor Hamed Abdessamad provoziert gerne mit seinen Büchern, in denen er den Islam kritisiert, und polarisiert damit die Menschen. So vermutlich auch mit seinem neuesten Buch, Der islamische Faschismus, das Anfang April erscheint. Darin attestiert er dem Islam eine faschistoide Neigung und vergleicht den Islamismus mit dem Nationalsozialismus. Wie er darauf kommt, dazu habe ich ihn für das Forum am Freitag in Berlin befragt. Herr Abdessamad, Sie haben im Sommer 2013 in Kairo einen Vortrag gehalten zum Thema islamischer Faschismus. Dort sagten Sie unter anderem, der Faschismus sei in der Gründungszeit des Islam angelegt. Das brachte Ihnen den Zorn einiger radikaler Islamisten ein, die Sie daraufhin zum Ungläubigen erklärten und Ihren Tod forderten. Diese Todesdrohung hat Sie ja anscheinend nicht abgeschreckt, jetzt ein ganzes Buch zum Thema islamischer Faschismus zu schreiben. Sogar Ihre Mutter, so schreiben Sie in der Widmung, hat Sie gebeten, dieses Buch nicht zu veröffentlichen. Was hat Sie dennoch dazu bewogen? Lieben Sie die Gefahr? Nein, es geht nicht um die Gefahr. Es geht darum, ich wollte sowieso ein Buch schreiben über den Islamismus. Ich recherchiere seit 2 Jahren auch zu diesem Thema. Ich war mit den Recherchen fertig, mit der Bearbeitung der Literatur, weil ich unzufrieden war mit den meisten Büchern über Islamismus. Weil man beschränkt sich den Islamismus immer als eine Reaktion auf den Kolonialismus oder wirtschaftliche Situation, soziale Situation. Aber der Islamismus hat tiefe Wurzeln in der islamischen Geschichte, die bis zur Zeit des Propheten zurückgehen. Und ich wollte diesen Bogen schlagen zwischen der Zeit des Propheten und unsere Gegenwart. Und ich konnte der Bitte meiner Mutter nicht nachkommen, weil ich wollte mich der Logik der Fanatiker nicht beugen, weil sie wollen jeden zu Schweigen bringen. Und wenn sie mit mir fertig sind, dann gehen sie zum nächsten Moderatorin, Kritiker und so weiter, bis nur die Stimme des radikalen Islam herrscht. Und dieses Gefallen wollte ich ihnen nicht tun. Ich bin ein freier Mensch, ich habe für die Freiheit sehr viel gekämpft und getan. Und ich bin nicht bereit, das aufzugeben, nur weil einige nicht einverstanden sind mit dem, was ich sage. Bislang kannte man nur den Begriff des politischen Faschismus. Warum müssen wir jetzt dem religiösen Faschismus islamische Prägung hinzufügen? Der Faschismus ist auch eine Art Religion, eine politische Religion mit allem, was zu einer Religion gehört. Absolute Wahrheiten, Geheimnissen, Propheten, Führer, Aufteilung der Welt in Freund und Feind. Und die erste faschistische Bewegung war eine katholisch-militante Bewegung. Das war keine säkulare Bewegung. Und der Islam hat einen politischen Teil, eine politische Ideologie, die sehr starke faschistoide Züge hat. Die Aufteilung der Welt, die Ideologie, die in Gewalt mündet, die Entmenschlichung der Feinde. Das Gefühl der Auserwähltheit, der moralischen Überlegenheit gegenüber der anderen, das ist alles faschistoid. Und die Philosophie des Kampfes, da sind Islamisten und Faschisten einig. Man lebt nicht, man kämpft nicht, um zu leben, sondern man lebt, um zu kämpfen. Die Mystifizierung des Kampfes und die Erhöhung der Kultur des Todes, des Martyriums, das verbindet beide. Nun beziehen Sie Ihre Erkenntnisse in Ihrem Buch aber nicht nur auf den Islamismus, sondern auch auf den Islam selber. Sie schreiben, der Faschismus sei im Islam angelegt. Und Sie beziehen sich dabei auf den Propheten Mohammed selber. Was hat Mohammed denn mit Hitler oder Mussolini zu tun? Er war auch ein unantastbarer Führer, den man nicht kritisieren durfte. Man sollte ihm blind gehorchen. Er war mit einem heiligen Auftrag ausgestattet, die Araber zu vereinigen und die Feinde zu besiegen. Es waren nicht die modernen Islamisten, die den Begriff Dschihad erfunden haben, die die Welt in Gläubige und Ungläubige aufgeteilt haben. Das war der Prophet selbst, dieses absolute Wahrheitsanspruch, der Anspruch, die Welt zu beherrschen, den Islam zum Sieg zu verhelfen. Die ersten Eroberungskriege hatten nicht die Muslimbruder, sondern der Prophet und seine Gefährten selbst. Der Ursprung ist im Islam angelegt. Ich habe nie gesagt, dass Mohammed faschistisch ist, weil der Begriff Faschismus ist modern. Aber der Prophet Mohammed ist nicht im 7. Jahrhundert geblieben. Der kommt
mit seinen Geboten, mit seinen Gedanken zum 21. Jahrhundert und hat politische Macht. Und deshalb übertrage ich auch einen modernen Begriff auf den Islam, obwohl der Islam viel älter ist als der Faschismus. Das würde aber heißen, alle Muslime folgen praktisch einem totalitären System. Nein, absolut nicht. Die meisten Muslime sind apolitische Menschen. Und das bedeutet, dass sie die juristisch-politische Seite der Religion neutralisieren. Der Islam hat mehrere Aspekte. Der Islam hat einen wunderbaren spirituellen Aspekt, eine wunderbare Soziallehre. Und dagegen habe ich absolut nicht. Und im Gegenteil, ich kann mir die islamische Welt ohne diese Komponente der Religion überhaupt nicht vorstellen. Für den sozialen Frieden sind diese Komponente sehr wichtig. Der Islam hat aber eine juristisch-politische Seite, die sehr veraltet ist, die nicht mehr zeitgemäß ist, die in Konflikt zu all dem, was die moderne Welt geschaffen hat, steht. Und diese Seite muss man neutralisieren. Und wenn ich gegen den islamischen Faschismus etwas schreibe, dann schreibe ich nicht gegen die Muslime und gegen den Islam, sondern etwas gegen die politische Seite des Islam, die eine hohe Mauer zwischen Muslimen und dem Rest der Welt aufbaut, die innergesellschaftliche Spannung verantwortlich ist, für Bürgerkriege verantwortlich ist und für Terrorismus verantwortlich ist. Sie beschreiben in Ihrem Buch auch die Nähe der Muslimbrüder zu den Nationalsozialisten. Sind es aber eigentlich zwei Gruppen, von denen man denkt, dass sie sich einander hassen. Wie ist diese Verbindung zustande gekommen? Die Muslimbruderschaft ist fast zeitgleich mit den faschistischen Bewegungen in Europa entstanden, aus den Trümmern des Ersten Weltkrieges. Es gab viele Imperien, die zusammengebrochen sind. Und anstelle der Monarchie kam die Ideologie. Die Habsburg-Monarchie, das Haus Preußen, das K&K-Monarchie in Österreich, die Zar-Monarchie in Russland und das Osmanische Reich. Alle sind im Ersten Weltkrieg zusammengebrochen. In Deutschland und Italien machte sich der Faschismus die neue Religion bereit. In Russland machte sich der Kommunismus auch als eine neue Religion bereit. Und in der islamischen Welt nach dem Sturz des Kalifats kam der Islamismus. Alle drei Bewegungen waren antimodern, antiaufklärerisch. Die wollten die Gesellschaft zurückrollen zum Mittelalter, zu einem vorbildlichen Bild. Und sie wollten ein Imperium, das gefallen war oder noch nie existiert hatte, wiederherstellen. Das ist die geistige Nähe. Das war damals Weltgeist, Zeitgeist. Nun interpretieren Sie in Ihrem Buch die Abrahamsgeschichte in einer sehr eigenen Weise. Sie interpretieren diese Prüfung Gottes an Abraham nicht als eine, wie ich sagte, eine Prüfung, die Gott Abraham auferlegt, sondern Sie sagen, hier hätte Abraham Gott als einem Führer totalen Gehorsam geleistet. Und das wäre praktisch von Mohammed übernommen worden und in den Islam geflossen. Ich muss sagen, das ist eine Interpretation, die mich sehr verstört hat. Ja, ich verstehe das. Aber ich glaube, es gibt schon eine Nähe zwischen Monotheismus und Faschismus. Vor allem das islamische Gottesbild mit jemandem, mit dem man nicht verhandeln darf. Wenn er Befehle erlässt, dann müssen sie sofort in der Tat umgesetzt werden. Und dieses Befehl, der Gott an Abraham gegeben hat, seinen Sohn umzubringen, Abraham hat versucht, das sofort umzusetzen, ohne über das moralische Gehalt dieses Befehls nachzudenken, über die Konsequenzen, über die Menschlichkeit, über das Recht seines Kindes. Und das ist schon Faschismus, wenn man das Leben eines Kindes opfert, nur weil der Führer das entschieden hat, ohne darüber nachzudenken. Das islamische Gottesbild ebnet den Weg für die Diktatur. Ein Gott, der mit sich nicht verhandeln lässt, ein Gott, der die Abtrünnigen bestraft, der sie 24 Stunden am Tag überwacht. Das ist nicht die Basis für eine gesunde Gesellschaft. Wenn man merkt, ich bin von einem fremden Wesen 24 Stunden lang ferngesteuert und überwacht worden, das erinnert schon an Gestapo. Was wäre Ihr Gegenentwurf? Dass man
den Islam, die Texte des Islam, alles Metaphern sieht und nicht alles absolute Wahrheiten und nicht alles die direkte Sprache Gottes, sondern die Geschichte der Menschen selbst, die Sehnsucht der Menschen nach Wahrheit, nach Gerechtigkeit. Denn wenn wir das für absolutistisch halten, dann hat das eine ungeheure Macht, eine ungeheure politische Macht, wovon wir uns nicht lösen können. Und ich glaube, die Reformen in der islamischen Welt scheitern immer daran, dass man die Religion und die Texte der Religion und die Gesetze der Religion nicht angreifen darf. Und ich finde, ist Humanismus, wenn man Religionkritik betreibt, wenn man dieses Unantastbare antastet und daran rüttelt, das ist für die Menschen. Ich tue das nicht, um die Menschen zu kränken, sondern ich tue das, weil ich an Humanismus und an Menschenrechte interessiert bin und ich sehe, die absoluten Gesetze der Religion und die Unantastbarkeit des Korans stehen uns da im Wege. Aber Sie und ich, wir kennen ja sehr viele Muslime, die nicht so denken, die ein sehr liebevolles Verhältnis zu ihrer Religion haben, die diese Interpretation, die Sie jetzt von der Abrahamsgeschichte in Ihrem Buch entwickeln, oder auch ihre Interpretation von Mohammed als einem Diktator, überhaupt nicht so verstehen. Heißt das, kann man denn wirklich, wie Sie sagen, Ihre Kritik wirklich auf den Islam beziehen oder nicht eher nur auf den Islamismus? Der Islamismus nimmt seine Legitimation direkt aus den Texten des Islams, die auch eindeutig sind, aus den Ansprüchen des Islams. Der Islamismus ist der politische Flügel des Islams und alle Prägungen haben bis jetzt faschistoide Züge gezeigt. Selbst die sogenannten moderaten Islamisten, die jahrelang im Westen gefeiert wurden. Man könnte eine klare Trennung vornehmen zwischen der politischen Seite der Religion und der spirituellen und sozialen Seite. Dann profitieren die Muslime mehr von ihrer Religion, von dieser Energie. Ich finde, die politische Seite ist eine extreme Belastung. Und diese Mühe, die ganze Zeit die Vereinbarkeit von Islam und Demokratie künstlich zu behaupten, das hilft niemandem. Wir haben die Demokratie, wir haben den Humanismus. Das ist eine sehr gute Basis, um ein politisches System aufzubauen. Die Religion da rein zu quetschen, tut der Religion nicht gut und tut den Menschen nicht gut, sondern da kommt ein Produkt raus, der sehr schwach ist und nicht überlebensfähig und nicht konkurrenzfähig. Und die Religion sowieso mag nicht Teil eines Prozesses sein. Die Religion will alles von oben bestimmen und da beginnt das Problem. Nun bezieht sich Ihre Analyse in Ihrem Buch sehr stark auf die arabisch-islamische Welt. Und dort leben die Menschen ja unter ganz anderen Voraussetzungen, auch was das religiöse Leben anbetrifft. Würden Sie sagen, dass das, was Sie in Ihrem Buch beschreiben, auch auf die Muslime in Deutschland zutrifft? Ja, teilweise schon. Leider. Ich habe immer gehofft, dass aus Europa andere Impulse kommen, dass Muslime, die hier aufgewachsen sind, von der Freiheit profitieren, von der Bildung profitieren, davon profitieren, dass sie nicht in Bürgerkriegen aufgewachsen sind und dass sie eine neue islamische Theologie oder eine neue Geisteshaltung gegenüber dem Islam entwickeln können. Aber leider bin ich enttäuscht. Es gibt ab und zu gute Ansätze, wie Professor Mohammed Khorshid zum Beispiel, den ich sehr schätze. Aber er wird auch bekämpft, zum größten Teil auch von Muslimen selbst, was ich sehr traurig finde. Die Muslime, die hier leben, importieren lieber eine Ideologie oder eine Theologie aus Saudi-Arabien, aus Ägypten, aus der Türkei, statt selber Aufklärung zu betreiben und eine neue Theologie, eine neue Ideologie entwickeln, eine neue Geisteshaltung. Den Koran kann man nicht reformieren. An den Versen des Koran oder die Versen des Korans kann man nicht tilgen, aber man kann das Denken der Muslime reformieren, die Geisteshaltung, die Art und Weise, die Religion zu betrachten. Und das ist schon meine Hoffnung. Herr Abdussamad, vielen Dank für dieses Gespräch. Danke.